Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich, hallo Kinder. Freddy, schau mal, was ich gerade entdeckt habe. Ein Osternest. Oh, lecker, lecker, lecker. Meinst du, das steht für uns zwei da und ich kann mir ein Ei nehmen? Nein, das gehört nicht uns beiden. Wilma, das Osternest ist ganz allein für dich. Das habe ich dir mitgebracht. Weißt du, ich habe mich letzte Woche so gefreut, dass du mir deine Königskinderkrone geschenkt hast. Da habe ich mir gedacht, ich möchte dir eine Überraschung zu Ostern machen und dir auch mal was richtig Tolles schenken. Die Überraschung ist dir echt gelungen. Danke, Freddy. Nun habe ich ein Osternest und ich freue mich riesig. Ich habe gehört, dass heute ganz, ganz viele Kinder ein Osternest in ihrem Garten oder im Haus suchen. Das ist ja vielleicht spannend. Obwohl alle Kinder ihr Nest finden? Ich glaube schon. Die müssen halt so lange suchen, bis sie es gefunden haben. Ab und zu helfen bestimmt die Mamas oder Papas mit Suchen. Ich finde, Suchen ist echt total aufregend. Und das Beste ist, wenn ich auch was finde. Da fällt mir gerade ein, in der Bibel steht auch eine Geschichte über Suchen und Finden. Und das ist wirklich an Ostern passiert. Die Geschichte will ich hören. Freddy, erzähl mal. Heute beginnt unsere Geschichte traurig. Jesus ist gestorben. An einem Kreuz. Ein Freund von Jesus kommt zum Kreuz. Er möchte Jesus beerdigen. Der Freund hat für Jesus ein Grab gekauft. Das Grab sieht nicht so aus wie auf unserem Friedhof. Das Grab ist eine Höhle in einem Felsen. Der Freund wickelt Jesus in Tücher und legt ihn in die Höhle. Vor den Höhleneingang rollt er einen Stein. Der Stein ist sehr groß und schwer. Das Grab ist verschlossen. Es ist ganz früh am Morgen. Am Himmel sind noch die Sterne und der Mond zu sehen. Eine Frau kommt zum Grab. Die Frau heißt Maria. Es ist nicht die Mama von Jesus. Es ist Maria Magdalena. Maria ist sehr traurig, weil Jesus gestorben ist. Jetzt kann Jesus ihr nie mehr von Gott erzählen. Jesus kann ihr nicht mehr helfen. Wie schade. Maria möchte am Grab von Jesus sein, dort weinen und nachdenken. Maria erschrickt. Der große Stein ist weg. Wer hat ihn weggerollt? Das Grab ist offen. Seltsam. Das muss sie Petrus und Johannes, den Freunden von Jesus, erzählen. Schnell läuft Maria los zu den beiden. Sie ist sehr aufgeregt. Unterwegs überlegt sie, warum ist der Stein nicht mehr vor dem Grab? Hat jemand Jesus geklaut? Ob Petrus und Johannes etwas wissen? Endlich ist Maria da. Sie klopft fest an die Tür und ruft, Petrus, Johannes, kommt schnell, ich muss euch etwas erzählen. Endlich kommen Johannes und Petrus. Maria erzählt, stellt euch vor, der Stein ist weg. Johannes fragt, welcher Stein? Na, der Stein vor dem Grab von Jesus. Bestimmt hat jemand Jesus aus dem Grab geholt. Und ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Johannes und Petrus sind auch überrascht. Wie, der Stein ist weg? Sie wissen von nichts. Das müssen sie sehen. Petrus und Johannes laufen schnell zum Grab. Tatsächlich, jetzt sehen sie es auch. Der Stein ist weg. Das Grab ist offen. Johannes schaut in das Grab. Da liegen nur ein paar zusammengefaltete Tücher. Sonst nichts. Jesus ist wirklich nicht mehr da. Petrus geht in das Grab und sieht auch nur die Tücher. Petrus sagt zu Johannes, komm, wir gehen wieder nach Hause. Wir erzählen den anderen, was passiert ist. Dann gehen die beiden los, zu den anderen Freunden von Jesus. Jesus hat vor seinem Tod gesagt, erst muss ich sterben, aber dann werde ich wieder leben. Aber kann das wirklich sein? Die Freunde von Jesus verstehen das alles nicht. Und was macht Maria? Maria ist auch wieder zum Grab gekommen. Sie ist immer noch sehr traurig. Immer wieder muss sie weinen. Maria schaut auch in die Felsenhöhle, dorthin, wo Jesus gelegen hat. Das Grab ist leer. Doch plötzlich sind da zwei Engel. Der eine Engel spricht mit Maria. Maria, warum weinst du? Maria antwortet, ich suche Jesus.
Jesus wurde hier begraben, aber jetzt ist er weg. Irgendjemand hat ihn weggetragen und ich weiß nicht wohin. Plötzlich ist noch jemand bei der Grabhöhle. Maria dreht sich um und sieht einen Mann. Der Mann fragt Maria auch: Warum bist du so traurig und weinst? Wen suchst du denn? Das muss der Gärtner sein, denkt Maria. Und sie erzählt ihm alles. Dann sagt der Mann nur ein Wort: Maria. Da merkt Maria, dass nicht der Gärtner hinter ihr steht, sondern Jesus. Jesus lebt, er ist nicht mehr tot. Am liebsten würde Maria Jesus umarmen. Sie freut sich so, aber Jesus sagt zu ihr: Halte mich nicht fest, geh zu meinen Freunden und sag ihnen, dass ich lebe. Das macht Maria. Schnell läuft sie los und erzählt Petrus, Johannes und allen anderen Freunden: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. An Ostern wird also schon immer etwas gesucht. Maria, Petrus und Johannes suchten Jesus und sie haben ihn tatsächlich gefunden. Jesus ist nicht tot geblieben. Gott hat Jesus wieder lebendig gemacht. Genau so ist es. Weil Jesus lebt, können wir auf ihn hören, mit ihm reden und erleben, wie er uns hilft. Auch wenn wir ihn nicht sehen, ist er bei uns und kümmert sich um uns. Jesus lebt und deshalb feiern wir Ostern. So, jetzt muss ich mir endlich mal was Leckeres aus meinem Nest raussuchen. Und jetzt sage ich schon mal schnell Tschüss, weil ich was Leckeres naschen will. Freddy, dir gebe ich auch was ab. Tschüss, Kinder. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und jetzt kommt noch was. Ich habe eine Überraschung für euch. Heute hören wir nicht einfach so auf. Nein, heute gibt es das Sonntagskinder-Abschlusslied. Wenn du gerne das Kreuz basteln möchtest, das bei der Geschichte geöffnet wurde, dann kannst du dir an der Hoffnungsleine am Lutherhaus ein Blatt holen.